funktioniert er? Ja, auf die kleine Rotation kommt es tatsächlich an. Zunächst mal strömt Wind durch diese zwei parallel angeordnete Flügel und die werden jetzt so schräg gestellt, dass der Wind diese zwei Flügel entweder auseinanderdrückt und dann stelle ich die Flügelpaarung um und dann wird das wieder zusammengedrückt. Und so bekomme ich eine Hubbewegung, die ich jetzt über eine entsprechende Mechanik aufnehmen kann und dann an einen Generator weitergeben. Und dieses kleine Verdrehen des Flügels, das du gerade so bescheiden erwähnt hast, das hat die Menschheit 100 Jahre lang versucht bei der Entschlüsselung des Vogelflugs. Das war also eine ziemliche Hausnummer, auf diesen Trick zu kommen. Und den nutzen wir jetzt von der Bionik gelernt, aus der Natur gelernt und können das in eine Anwendung überführen. Super, jetzt haben wir hier einen richtig starken Windstoß gehabt hier durch unser System. Wie sieht es aus, wenn ein klein weniger Wind kommt, also so ein kleiner Windhauch? Können wir trotzdem Strom erzeugen? Ja, man muss fairerweise dazu sagen, wir sind hier noch ganz am Anfang unserer Forschungen. Es ist ein erster Erprobungsträger. Wir hatten ein Parallelmodell davon im Windkanal getestet und auch wissenschaftlich analysieren lassen. Ein paar Daten haben wir schon, die teilen wir Ihnen gerne auch mit. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten, und das meint jetzt ungefähr 4 Meter pro Sekunde, 5 Meter pro Sekunde, hat diese Anordnung tatsächlich Vorteile im Wirkungsgrad gegenüber klassischen Windrädern. Und das sind Windgeschwindigkeiten, wie sie im Landesinneren durchaus vorkommen. Und daraus erwachsen natürlich für diese Anordnung durchaus Chancen für die Zukunft, um eben gerade bei niedrigen Windenergien eine neue oder überhaupt mal eine Lösung zu haben. Mittlere Windgeschwindigkeiten, da sind sich die beiden Systeme gleichwertig. Und bei den hohen Windgeschwindigkeiten gibt es natürlich die Großwindräder, die das heute schon beherrschen. Wir sind noch nicht so weit. Rein mathematisch oder vom theoretischen Modell her gibt es keine Grenze auch für diese Anordnung. Aber wir müssen heute sagen, mit diesen kleinen Anlagen haben wir schlicht und ergreifend keine Erfahrung bei starkem Wind. Okay, wir sind also erst am Anfang, können aber gespannt sein, wie es weitergeht mit dieser Technik. Eine letzte Frage habe ich noch zu unserem Dual Wing Generator. Welche Komponenten aus dem Hause Festo haben wir denn verbaut? Ja, ich sagte am Anfang schon, man muss mechanisch diese Bewegung aufnehmen, diese gegenläufige Bewegung. Das gibt es in der Industrieautomatisierung auch, bei elektrischen Achsen zum Beispiel, wo sich zwei verschiedene Schlitten auf einer Achse gegeneinander bewegen. Und genau diese Mechanik haben wir genommen und hier eingebaut. Die finden Sie auch nachher drüben in der Ausstellung, wenn Sie sich das technisch einmal anschauen wollen. Und im Bild sehen Sie jetzt gerade die Steuerung. Die Steuerung, die dieses Umschlagen der Motoren im rechten Moment veranlasst, das ist unsere integrierte Automatisierungsplattform CPX, die nicht nur dieses Exponat, sondern alle dynamischen Exponate hier steuert. Super, diese können Sie sich also sehr gerne nach unserer Präsentation einmal gegenüberliegend anschauen. Wir kommen jetzt zum letzten Beispiel, bevor wir unser Bionic Kangaroo für Sie springen lassen, meine Damen und Herren. Und hier geht es um einen Greifer. Dieser nennt sich Multi-Joyce Gripper und der Name sagt es schon, wenn wir es übersetzen, Multi-Joyce, viele verschiedene Möglichkeiten haben wir hier. Lieber Eberhard, das ist auch ein Beispiel aus der Bionic. Wo haben wir uns hier ein Vorbild genommen? Wo haben wir geschaut? Ja, wir haben festgestellt, dass unsere eigene Hand eigentlich schon mal ein ganz super Ideengeber ist, um zu greifen. Unsere Hand ist sehr, sehr flexibel im Greifen und wenn Sie das sich mal selber genauer anschauen wollen, dann nehmen Sie mal diese vier Finger und versuchen mit denen mal zu greifen. Das ist ganz schön schwierig, das reicht vielleicht für einen Bleistift, vielleicht auch für ein Blatt Papier, aber arg viel mehr geht da nicht. Das Geheimnis unserer Hand liegt tatsächlich im Daumen und in der Art, wie dieses Gelenk gemacht ist, um konzentrische Griffe zu machen oder eben auch die Parallelstellung hinzubekommen und so gerade Gegenstände sicher greifen zu können. Und hier haben wir jetzt dieses Prinzip versucht anzuwenden in Zusammenarbeit mit der Universität in Linz. Und wie Sie jetzt im Bild auch sehen, kann dieser Greifer sich selbst umbauen, umkonfigurieren, um diese Parallelstellung, diese Oppositionsstellung hinzubekommen oder jetzt eben wieder den zentrischen Griff. Jetzt haben wir hier eine ganz besondere Struktur, glaube ich. Ne? Wir können nämlich auch sensible Gegenstände greifen. Wie funktioniert das?